Herzlich willkommen zur Schulung Grundlagen der Literaturrecherche. Wir schauen uns heute an, wie wir eine Recherche planen und nach welcher Strategie wir vorgehen können. Außerdem lernen Sie Kriterien zur Trefferbewertung kennen. Zuerst ist es wichtig zu wissen, welche Publikationsform es überhaupt gibt. Wir unterscheiden zwischen selbstständiger und unselbstständiger Literatur. Zur selbstständigen Literatur zählen Monographien und Sammelbände. Eine Monographie ist ein Werk, bei dem ein oder mehrere Autoren gemeinsam ein begrenztes Thema behandeln. Sammelwerke hingegen sind mindestens zwei Einzelwerke von zwei oder mehreren Verfassern in einem Band zusammengefasst. Selbstständige Literatur kann über den Bibliothekskatalog recherchiert werden. Unselbstständige Literatur sind zum Beispiel Aufsätze aus Fachzeitschriften. Unselbstständig deshalb, weil sie immer ein Teil von einer Zeitschrift sind. Aufsätze können in Fachdatenbanken recherchiert werden. Beim Zitieren muss das übergeordnete Werk, also der Titel der Zeitschrift, immer mit genannt werden. Außerdem ist bei der Planung der Recherche der Zweck der Recherche zu berücksichtigen. Recherchieren wir für ein Referat oder eine Studienarbeit, suchen wir vermehrt nach Nachschlagewerken oder Lehrbüchern. In der Regel ist hier der Umfang ein anderer als bei einer Abschlussarbeit. Bei Abschlussarbeiten soll eine konkrete Forschungsfrage beantwortet werden. Hierfür benötigen wir vermehrt Aufsätze, da diese den aktuellen Forschungsstand enthalten. Je nachdem, zu welchem Zweck Sie recherchieren, variiert der Umfang. Beachten Sie immer, genügend Zeit für die Recherche, die Beschaffung und das Lesen der Lektüre einzuplanen. Wenn wir recherchieren, können wir entweder formal oder thematisch recherchieren. Bei der formalen Recherche haben wir einen konkreten Titel und den Autor, nach dem wir suchen. Bei der thematischen Recherche suchen wir die Literatur zu einer bestimmten Fragestellung. Im Laufe der Recherche vermischen sich diese beiden Formen oftmals. Die Suche in Bibliothekskatalogen und Datenbanken ist sehr genau. Das heißt, umso besser die Suchbegriffe gewählt sind, umso höher ist auch die Treffergenauigkeit. Deshalb machen Sie sich vor der Recherche immer Gedanken über die Wahl Ihrer Suchbegriffe. Beziehen Sie Synonyme, also andere Wörter mit gleicher Bedeutung, Übersetzungen, Ober- und Unterbegriffe sowie verwandte Begriffe mit in Ihre Suche ein. Sie können Ihre Treffer auf weitere geeignete Suchbegriffe überprüfen und so nach dem Schneeballprinzip neue Begriffe finden. Im Folgenden soll zum Thema Klima im Quadrat nach Innovationen zur Umwelt- und Energietechnik im urbanen Raum recherchiert werden. Gute Kernbegriffe erhalten Sie oft schon aus der Fragestellung. Die weiteren Begriffe können anhand von Synonymwörterbüchern wie zum Beispiel Open Thesaurus gefunden werden. Bedenken Sie jedoch, nicht jede Begriffskategorie macht Sinn. Zur Vorbereitung kann diese Tabelle dienen. Hierbei haben wir zu zwei Kernbegriffen mögliche Synonyme, Übersetzungen, Unterbegriffe und verwandte Begriffe gesammelt. Die Tabelle dient als Einstieg in die Recherche. Im Laufe der Recherche können sowohl Begriffe getauscht als auch hinzugefügt werden. Für eine erfolgreiche Recherche benötigen wir eine Strategie. Wir verwenden Truncierungszeichen, verknüpfen Begriffe mit booleschen Operatoren, bilden Suchblöcke, suchen in verschiedenen Feldern, verfeinern unsere Suche und erweitern unsere Begriffssammlung. Die einzelnen Schritte schauen wir uns im Folgenden genauer an. Strategieschritt Nummer 1: Verwendung von Truncierungszeichen. Ein Truncierungszeichen ist ein Platzhalter für ein oder mehrere Zeichen. In der Regel wird es rechts von einem Begriff gesetzt. Suche ich zum Beispiel nach Energie und dem Sternchen, wird nach allem, was mit Energie beginnt und beliebig endet, gesucht, zum Beispiel Energietechnologie. Um nach einer genauen Wortfolge zu suchen, kann ich Begriffe in Anführungszeichen setzen, zum Beispiel nachhaltige Mobilität. Würden wir hier die Anführungszeichen nicht setzen, würde nach nachhaltig und Mobilität gesucht. Die Phrasensuche dient der Spezifizierung. Strategieschritt Nummer 2: Suchbegriffe verknüpfen mit booleschen Operatoren.
Um unsere Begriffe miteinander in Verbindung zu setzen, können wir diese mit Hilfe der Boolschen Operatoren verknüpfen. Es gibt die drei Operatoren AND, OR und NOT. Bei der AND-Verknüpfung sollen alle Begriffe im Dokument vorkommen, sowohl Mobilität als auch Energie. OR verwenden wir vor allem bei Synonymen, um sicherzustellen, dass mindestens einer der Begriffe vorkommt. Hier in unserem Beispiel Energie oder Kraft. Mit dem Operator NOT können wir Treffer mit bestimmten Begriffen ausschließen. Beachten Sie jedoch hierbei, dass so auch schnell wertvolle Treffer, die das ausgeschlossene Wort nur einmal enthalten, nicht mehr in der Trefferliste auftauchen. Strategieschritt Nummer 3. Blockbildung. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Rechercheschritte bilden wir Suchblöcke. Unser erster Block besteht aus Umwelt-Tech-Sternchen oder Energie-Tech-Sternchen. Ein Block besteht aus den verschiedenen Synonymen unter Verwendung der Trunkierungszeichen. Das Setzen der Sternchen erfolgt nach Sinnhaftigkeit. Zum Beispiel Umwelt-Tech-Sternchen für Umwelttechnik, aber auch Umwelttechnologie. Im zweiten Suchblock finden wir alle beschreibenden Begriffe zu den gesuchten Technologien. Durch das AND in der Mitte wird die Schnittmenge aus den Ergebnissen beider Suchblöcke gebildet. Strategieschritte 4 bis 6. Suchen in unterschiedlichen Feldern, schrittweise verfeinern und zitatbasierte Erweiterungsstrategie. Des Weiteren können wir in unterschiedlichen Suchfeldern suchen. Wir können im Freitext, im Titel oder mit kontrolliertem Vokabular den Schlagwörtern suchen. Die Suche in unterschiedlichen Feldern schränkt die Treffermenge ein und erhöht die Genauigkeit der Recherche. In der Praxis werden wir später sehen, dass unsere Ergebnisse nach und nach schrittweise verfeinert werden können. Über einen Datenbanktreffer erhalten wir neue Suchbegriffe für unsere weitere Suche. Zusammenfassend ergeben sich hieraus 5 Schritte zur perfekten Recherche. Zuerst machen wir uns ein Konzept und stellen uns die Fragen, was suchen wir und zu welchem Zweck. Wir nutzen geeignete Begriffe für unsere Recherche und wählen eine passende Informationsquelle aus, zum Beispiel eine fachspezifische Datenbank. Unter Anwendung der gelernten Recherchestrategien gelangen wir zu unseren Treffern. Abschließend bewerten wir die gefundenen Treffer anhand der nachfolgenden Kriterien. Kriterien zur Trefferbewertung. Das erste Kriterium ist der Verfasser. Viele Datenbanken enthalten Informationen zum Verfasser, zum Beispiel zum bisherigen Lebenslauf und deren Publikation. Bei Internetquellen lohnt es sich, eine separate Suche mit dem Namen des Verfassers zu starten. Das zweite Kriterium ist der Herausgeber. Die Herausgeber wissenschaftlicher Literatur sind renommierte Fachverlage wie zum Beispiel Springer oder Thieme. Darüber hinaus veröffentlichen Forschungszentren oder bekannte Institutionen ihre Forschungsberichte. Die Art der Quelle gibt Informationen über die Qualität. Aufsätze in wissenschaftlichen Fachzeitschriften durchlaufen vor der Veröffentlichung das sogenannte Peer-Review-Verfahren. Hierbei wird der Aufsatz von anderen Wissenschaftlern gelesen und bewertet. Wissenschaftliche Literatur enthält vollständige Quellenangaben, sodass immer nachvollziehbar ist, woher die verwendeten Informationen stammen. Zuletzt sollten Sie immer auf die Aktualität der Quellen achten, wobei sich der Zeitrahmen hierbei je nach Fachdisziplin unterscheidet. Haben Sie noch Fragen, dann schreiben Sie uns gerne an bibliothek@hs-mannheim.de.